Das Blecherne ist ja der große Traum, den man hat. Und Träume müssen wir auch haben. Ich habe gerade eine Rede gehalten, wo es sehr viel um Realität und Erwartungshaltung ging. Aber der Traum, der treibt uns alle an. Und deswegen arbeiten wir auch. Und deswegen arbeiten wir Tag und Nacht und versuchen, das Bestmögliche zu erreichen. Es gilt einfach jetzt die nächsten Wochen. Und da haben wir übermorgen gleich ein wichtiges Spiel, wirklich in der Bundesliga. Diese wirklich skurrile Situation, 4 Punkte nach oben, 4 Punkte nach unten, gut zu bewerkstelligen. Am besten, dass man relativ zügig Punkte macht und im Siege einfährt und sich befreit von unten. Dann ist man automatisch gleich in anderen Tabellenregionen unterwegs und einfach sich wirklich gut vorzubereiten, alle Spieler gesund zu bekommen, um dann wirklich im April, Ende April, ein großes Halbfinale gegen Frankfurt spielen zu können. Wir wissen, wie stark Hertha BSC ist. Natürlich wird jetzt jeder sagen, naja, aber auswärts haben sie nicht viel gerissen. Ja, aber es liegt an uns, dass diese Serie auch für Hertha im negativen, für uns im positiven Fall, dass sie nämlich zu Hause gewinnen und erfolgreich sind, beibehalten wird. Ich finde es eine Stärke, eine große Ausgeglichenheit der Liga. Das Einzige, was mit großer Wahrscheinlichkeit vorher feststand, war, dass Bayern Meister wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass Darmstadt absteigen könnte, war auch groß. Aber dass die anderen 16 Vereine doch in einer relativen Dichte zusammen sind, jetzt nehmen wir mal die 3 Mannschaften, die mit Champions League spielen, nochmal raus. Also die anderen 13 Vereine in einer relativen Dichte zusammen sind, das finde ich, spricht für eine große Ausgeglichenheit und heißt ja auch, bis zum letzten Spieltag wird es sowohl um Champions League, als auch um Europa, als auch um Abstieg sehr, sehr interessant. Spiele werden.